Hallo und herzlich willkommen. Sind die alle mit Kirillin verwandt? Nein. Aber das war, glaube ich, im zweiten Tag auch, zweiten Teil auch so, dass die. Hulgur sind gegangen. Kann ich das Ding hier aufbrechen? Fest. Mist. Kann ich auch nicht hier irgendwie die Gitterdinger. Fest. Nee. So. Okay, hier gibt es Laub. Hier ist Abwasser. Können wir das aufbrechen? Zu. War ja klar. Hm. Kommen wir denn da raus? Können wir es ansehen? Die Freiheit von unbarmherzigen Lamellen eines weiteren Gitters zerschnitten. Ich glaube, wir haben gerade Sonnenuntergang. Ich werde hier festgehalten! Wo sind all die Helfer und Helfershelfer? Die Ritter mit aufdringlich polierter Rüstung? Wo sind all die lästigen Gutmenschen, wenn man sie braucht? Vielleicht müssen wir Harvey die Gitter zeigen und er kann uns sagen, wie man Gitter aufbricht. Vielleicht kannst du dieses Gitter durchnagen. Leider nein. Meine Zähne sind aus Frottee. Ach nein, das ist aber schade. Okay, ich kann nur dran rütteln. Zu. War ja klar. Noch irgendwas anderes, was ich hier sehen kann? Ich kann es doch safe irgendwie aufbrechen. Nehmen kann ich es auch nicht, okay. Zu. War ja klar. Was habe ich denn dann noch so? Also das bringt mir nichts und mein Zehennagel wird mir auch nichts bringen. Vielleicht muss ich da irgendwie von außen hin. Gitter. Vielleicht kann ich von hier aus irgendwas nehmen. Dr. Marcel und Hulgur sind gegangen. Ja, das habe ich gerade auch schon festgestellt. Reden mit den Gitter. Was tust du? Willst du uns verraten? Wie sollen die da Sie, hinkommen? Dr. Marcel und Hulgur sind gegangen. Sie selbst. Okay, dann müssen wir jetzt irgendwie da durchkommen. Ich habe gerade gar keinen Plan. Okay, ich kann aber auch nur dran rütteln. Das bringt mir auch nichts. Fest. Ich kann auch nicht mit irgendwie den Fußnagel hier versuchen, das Gitter aufzuschrauben. Dr. Marcel und Hulgur sind gegangen. Na dann, auf Ah, doch, das geht's. geht. Perfekt. Dass keiner den Lärm hört, vor allem wenn sie rumschreit, gell? Okay, dann, oh, wir haben einen Poloschläger. Weißt du was? Den nehme ich doch mit. Poloschläger. Ein Kugelschreiber. Noch irgendwas Schönes? Ein Lexikon, komm, das nehmen wir auch mal mit. Bisschen Bildung. Was das Anziehen des Ein altes Filters? Foto mit einem spielenden Jungen darauf. Ich glaube, den kenne ich irgendwoher. Ist bestimmt Alfred. Titel ansehen. Ein gerahmter Zeitungsartikel über dem Kamin? Das scheint wichtig zu sein. Was ist denn das? Mörder, was? Ist Was ihr ist mit meinem Vater? Vater auf dem Foto? In diesem Artikel steht, dass mein Vater ein Mörder ist. Das ist eine ungeheuerliche Lüge. Okay. Also ich finde, da wir jetzt einen Poloschläger haben, sind wir jetzt auf jeden Fall schon mal gut gewappnet. Blumen kann ich jetzt auch ansehen. Eine markante Unterschrift von Dr. Marcel drauf. Eventuell können wir die fälschen mit dem Kuli. Darauf hat schon wer unterschrieben. Können wir den Schrank öffnen? Genau, ich rufe nur kurz meinen Spediteur an. Können wir ihn benutzen? Ist da irgendwas drin? Stuhl, Schrank. Ist da Als irgendwas? Kind hatte ich immer Angst vor Schränken. Aber vielleicht können wir die Unterschrift mit Harvey lernen zu fälschen. Harvey, schau mal, da ist ein Diplom mit einer Unterschrift drauf. Wie fälsche ich die? Erinnert dich die Unterschrift an etwas, Harvey? Ich erinnere mich vage. Ich glaube, du hast dir damals selbst beigebracht, Ha! Unterschriften Das ist nachzuahmen. bestimmt wichtig. Ich konnte Unterschriften fälschen? Cool! Lass uns die Nice. Vergangenheit tempomorphen. Edna. Ich will diese Unterschrift haben. Edna. Dann kann ich für Dr. Marcel Medikamente aus dem Internet bestellen. Edna. Und in seinem Namen Knebelverträge mit Plattenfirmen unterschreiben. Edna, wir können nicht in die Vergangenheit tempomorphen.
Was? Aber du hast gesagt, wenn du was siehst, das dich erinnert? Ja, schon. Aber das hier ist nicht gerade dein altes Poesiealbum. Ich brauche diesmal etwas, das mich in die Situation zurückversetzt, in der du die Fähigkeit gelernt hast. Wahrscheinlich brauchen wir irgendeinen Vertrag oder so. Nadel im Heuhaufen finden. Es hat etwas mit Lernen zu tun. Wenn du ein Relikt aus deiner Vergangenheit findest, etwas, das mit einem Schuh. Okay, das Lexikon. Save das Lexikon. Kann ich bestimmt wieder ins Damals bringen. Du meinst Tempomorphen? Ja, Tempomorphen. Ja, Tempomorphen. Harvey. Harvey mit dem Lexikon. Willst du etwas lesen, Harvey? Hast du keinen Comic? Ich dachte, du tempomorphst mich zusammen mit diesem Lexikon. Vielleicht muss ich das Lexikon zusammen mit dieser Urkunde da ausprobieren. Hier ist ein Bild unter Diplom-Ingenieur Medientechnik. Mhm. Es zeigt einen Elefanten. Seltsam. Okay. Schreibtisch, gibt's da noch irgendwas? Sieht teuer aus, kann man ihn zerstören? Ein Schreibtisch aus feinsten Hölzern. Leider liegen hier keine Dokumente über Dr. Marcells Machenschaften herum. Ich wüsste zu gern, was er vorhat. Können wir da irgendwie hier nutzen? Ich liebe es. Den Stuhl hier, kann man den auch benutzen? Nein, das ist ja so, als würde ich auf Dr. Marcells Schoß sitzen. Okay. Pokale, gibt's da irgendwas? Okay, ich habe aber keine Ahnung, was wir... Ein Pokal für Buchstabieren und einer für Tontauben basteln. Ah, ja. Das kann Marcel scheinbar sehr gut. Können wir jetzt noch irgendwas hier aufmachen? Okay, nein, ich kann ihn nur schließen. Vielleicht müssen wir den Schrank aufmachen und den Harvey zeigen. Vielleicht ist es das, was Harvey will mit Unterschriften fischen. Was hältst du von diesem Schrank, Harvey? Ich mag keine Schränke. Ja, ich auch nicht. Schön. Dann gehen wir da einfach mal raus. Huch. Oh. Ich habe einen Poloschläger. Wenn das Fräulein Edna ist, wie bist du aus der Zelle gekommen? Ich hatte Hilfe von außen. Von außen? Von wem denn bitte? Von deinem toten Vater? Mein Vater ist tot? Du erinnerst dich zwar nicht an alles, aber diese Anstalt ist jetzt dein Zuhause. Schon seit langer Zeit. Komm her, ich sperre dich zurück in deine Zelle. Ha! Niemals! Ich will mit Dr. Marcel sprechen. Versuchen wir mal das. Der Doktor ist unterwegs. Du kannst mit ihm sprechen, wenn er zurück ist. So lange kommst du in deine Zelle. Ich will nicht in meine Zelle. Wie du willst. Dann warten wir halt hier. Und wenn's den ganzen Tag dauert, ich hab Zeit. Können ihn ja vielleicht angreifen mit unseren coolen Poloschläger. Können wir ihn jetzt irgendwie killen? Cool. Können wir da irgendwas suchen? Ich sollte ihn verschwinden lassen. Aber wohin mit ihm? Ich weiß, der Schrank. Das ist gut. So wird man also einen großen, komischen Heini losen. Können wir den bitte schließen, den Schrank? So. Ein Problem weniger, Leute. Edna ist so ein böser Mensch. Schöne Pflanze, kann ich nicht so deppern. Hoppla. Absicht. Psst. Was gibt's denn hier so schönes? Ein paar Gehirn. Alp. Bowlingkugel, die kenne ich ja noch aus. Harveys Augen. Stimmt nicht mit mir herum. Ich will hier irgendwie Licht anschalten. Ah, hier kann man Licht anschalten. Komm, wir nutzen den Lichtschalter. Ah, schön als erleuchtet. Kartons, Comic,
Mixer, Wäsche, irgendwas hier klauen. Die unterscheiden sich nicht von meinem Kittel. Okay. Dann versuchen wir mal aus diesem Fenster hier rauszukommen. Vielleicht nützt uns das was. Oh, wir haben hier das Fenster und hier sind die Fenster. Hier ist eine Kirche, da müssen wir hin, da sehe ich Freiheit in unserer Zukunft. So, schauen wir mal, ob wir das Gitter einschalten können. Nein, damit lässt sich das Gitter nicht aufbrechen. Ich bräuchte sowas wie ein Brecheisen. Ich finde gut, dass wir Huigua beseitigt haben. Okay, das geht nicht auf. So nicht auf. Ich brauche mein Werkzeug. Ah, sie braucht die Werkzeuge. Schon verstanden, was sie braucht. Braucht man wieder einen Zehennagel? Gut. Irgendwie elastisch müssen die ihre Zehennägel sein. Die erstaunliche Edna und ihre tanzenden Fußnägel. Es verliert irgendwie seinen Reiz, wenn ich es mache, um irgendwo reinzukommen. Aber jetzt können wir hier wieder rein. Und er steht auf dem Kopf. Ja. Wenn der wieder wach wird, hat er ordentliche Kopfschmerzen. Vor allem, wie so die kleine Edna einfach so einen vollfetten Mann einfach mal in den Schrank gesperrt hat. Das ist ein Blitzableiter. Cool. Ich den anlangen. Gleichzeitig ganz in der Nähe. Sehen Sie nun einen weiteren spannenden Beitrag über Menschen mit großen... Was zum Kuckuck? Nicht schon wieder. Warum haben wir hier auch kein Kabel versehen? Ach, was soll's. Muss ich halt wieder die bekloppten Show gucken. Okay, ich habe wahrscheinlich irgendwas gemacht, was ich irgendwann mal brauche. Renne ich mal ein bisschen weiter auf den Dach rum. Ah, okay, jetzt bin ich wieder da. Okay, dann muss ich jetzt wahrscheinlich Mr. Golfschläger austricksen, vermute ich mal. Ach ja, ist das nicht eine wunderschöne Anstalt? Gehen wir mal hier raus. Hier gibt's ja nichts. Aber ich glaube, hier musste ich den einen Heini einsperren. Okay, die musste ich wohl hier einsperren. Okay, hol schon mal deinen Poloschläger. Ich glaube, den brauchen wir gleich. Hey! Oh oh, ich verdufte lieber. Okay, der kommt uns jetzt bestimmt Warte hinterher. Gefälligst. Kommt er uns hinterher? Denke schon. Also ich glaube, der verfolgt uns nämlich jetzt. Und dann müssen wir ihn nämlich da einsperren mit der Säule. Ich glaube, das war so. Was? Wie kommt der jetzt wieder raus? Wie kommst du nur dazu, hier frei herumzulaufen? Und wie bist du da rausgekommen? Marsch zurück in die Zelle! Willst du meine Antwort hören? Läppisch. Da musst du schon früher aufstehen. Yep. Okay, Houdini. Ich weiß schon nicht, wie du entkommen konntest. Aber eins ist. Kann der um die Ecke gucken? Ich weiß es nicht. Scheint so. Okay. Wir müssen den auf jeden Fall da einsperren, das war auf jeden Fall so. Deswegen mal kurz hier durchkrabbeln wieder. Mit seinen coolen Stiefel und so. Die hier Frau muss ich wieder auf die Seite schieben. Ich muss den in diesen Raum da einsperren, das weiß ich schon noch. Hey! Oh oh, ich verdufte lieber. Warte gefälligst! Vielleicht muss ich warten, dass er hier reingeht. Nein! Ich hab zu spät geklickt. Was soll das? Wie kommst du nur dazu, hier frei herumzulaufen? Wie bist du da rausgekommen? Zauberei. Zurück in die Zelle. Willst du meine Antwort hören? Läppisch. Da musst du schon früher aufstehen. Yep. Ich musste den noch hier einsperren.
Ich weiß zwar nicht, wie du entkommen konntest, aber eins ist sicher, nochmal wird das nicht vorkommen. Okay, aber ich würde einfach mal sagen, das versuchen wir in der nächsten Folge, den guten Heini da einzusperren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.